In diesem Video nennen wir ein kleines Häschen. Der Schnitt ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier sind die benötigten Materialien, aber das kannst du auch nochmal in Ruhe in dem E-Book nachlesen. Wir beginnen, indem wir jeweils die Kopfteile rechts auf rechts aufeinander legen und sie entlang der vorderen oder hinteren mittleren Naht zusammennähen. Dann legen wir jeweils zwei Armteile rechts auf rechts aufeinander und nähen sie zusammen. Nun legen wir jeweils zwei der Körperteile rechts auf rechts aufeinander und nähen sie entlang der vorderen bzw. hinteren mittleren Naht zusammen. Und dann legen wir jeweils ein rosa und ein weißes Ohrenteil rechts aufeinander und nähen rundherum. Dabei lassen wir die obere, gerade Kante offen. Nun können wir die Ohren und Arme nach außen wenden. Als nächstes falten wir die Ohren zur Hälfte, sodass der rosa Stoff innen liegt. Dann stecken wir die Ohren an den Ohrenmarkierungen fest, sodass die Falte nach oben zeigt. Die Ohrenmarkierungen sind auf den Schnittteilen zu finden. Und dann nähen wir die Ohren mit ein paar Stichen am vorderen Kopfteil fest. Anschließend können wir die Ohren aufeinander falten und in der Mitte des vorderen Kopfteils feststecken, damit sie nicht im Weg sind, wenn wir das hintere Kopfteil am vorderen festnähen. Nun stecken wir das hintere Kopfteil auf das vordere. Und nähen die beiden Teile zusammen. Dabei lassen wir eine Öffnung unterhalb des Kopfes offen.
Und dann wenden wir den Stoff nach außen. Anschließend stecken wir die beiden Körperteile rechts aufeinander. Und nähen sie rundherum zusammen. Auch hier lassen wir eine Öffnung offen am oberen Ende des Körpers. Nun können wir auch dieses Stoffteil nach außen wenden. Jetzt ist es an der Zeit, den Kopf, die Arme und den Körper zu stopfen. Ich benutze Polyfill. Als nächstes schließen wir die Stopföffnungen. Dabei benutze ich meist einen Leiterstich oder Matratzenstich. Dann nähen wir den Kopf an den Hals. Auch hier benutze ich einen Leiterstich. Ich habe mich dazu entschlossen, den Kopf leicht schräg anzunähen, damit es so aussieht, als würde das Häschen seinen Kopf leicht schräg halten. Aber du kannst ihn natürlich auch gerade annähen.
Nun nähen wir die Arme an. Als nächstes nehme ich einen Bleistift, luftlöschlicher Marke geht auch, und zeichne die Augen, die Nase und den Mund vor. Das kannst du so groß oder so klein oder so rund oder so eckig, wie du magst, machen. Dann sticke ich die Augen und den Mund mit braunem Stickgarn und die Nase mit rosa Stickgarn auf.
Ich wollte auch gerne noch ein kleines Schleifchen über dem rechten Ohr anbringen. Eine Videoanleitung, wie man so ein kleines Schleifchen selber machen kann, ist unter diesem Video verlinkt in der Videobeschreibung. Um die Wangen zu röten, malen wir mit einem Wachsstift auf ein Stück Stoff und reiben dann den Stoff in runden Bewegungen auf die Wange. Ich benutze Melissa- und Duck-Stifte. Um das Schwänzchen zu machen, nähen wir mit einem Heftstich am äußeren Rand des Stoffkreises entlang, ziehen den Faden fest und das Schwänzchen formt sich. Dann stopfen wir es mit etwas Polyfill und schließen die Öffnung. Anschließend können wir es am unteren Rücken des Häschens annähen. Wenn du magst, kannst du auch noch ein rosa Patch aufs Bäuchlein nähen. Wir nähen es mit einem Applikationsstich fest. Das war eine Idee von meinem Mann. Jedes Mal, wenn ich an einem neuen E-Book arbeite, dann frage ich ihn immer nach Rat oder nach Input und er hat vorgeschlagen, noch ein kleines rosa Patch aufs Bäuchlein zu nähen. Das war eine sehr, sehr süße Idee. Manchmal sind seine Ideen nicht so toll, aber dieses Mal hat es sich echt gelohnt. Und dann ist unser Häschen auch schon fertig. Ich hoffe, dir hat das Projekt gefallen und du wirst viele kleine Häschen nähen. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos. Und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du zu meiner Webseite gehen und dir meine Schnittmuster anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Unterstützung. Und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.